So, gleich am Anschluss. Anklicker Heroes Folge 62 kommt jetzt Extermination Day Map 10. Wow, hardcore. Voll krass, geil und so. Yeah. Was habe ich hier alles offen? Achso, ja, hochladen. Und dich könnte ich eigentlich schließen. Nein, nicht resetten, sondern verspeichern. Dankeschön. Könnte ich mal resetten, dann kann ich den Tab nämlich schließen. Aber ein bisschen mehr CPU-Leistung. Nee, gar nicht. Danke dafür. Einfach danke dafür. Wieso, du Kleiner? Okay. So, schon bin ich hier an. Perfekt. So, das. Nein, nicht Skype. Ja, das habe ich gestern Abend so gespielt. Du das viel zu laut sein gerade, also bitte runterdrehen, Lautstärke, ne? Das wollen wir nicht spielen, sondern wir wollen Extermination Day spielen. Also bitte das hier. Danke dafür. Ja, wie gesagt, Skype auch ultra geiles Map. Also es gibt viele gute Megawatts. Also es gibt so viele gute Maps für Doom, die wir alle im Let's Play spielen könnten. Aber es ist halt einfach so unglaublich viel, dass ich nicht weiß. Ja. Vor allem ist halt immer die Frage, viele Megawatts, die beinhalten dann auch sogenannte, also Maps, die dann einfach nur unglaublich viele Monster haben, die einfach unglaublich schwer sind, weil die einfach komplett überfüllt sind mit Monstern. Und sowas fürs Let's Play ist dann immer so ein bisschen Also, wenn man so privat spielt, kein Problem, wenn man da 20.000 Mal neu lädt. Aber fürs Let's Play ist dann halt immer so ein bisschen blöd. Quasi genauso blöd wie hier vor die letzte Map. Fällt mir gerade wieder ein. So, hier brauchen wir gerade nichts. Das ist ein bisschen Schrotflinte. Ach übrigens, mir ist aufgefallen, haben wir hier das Licht hochgestellt? Hallo? Da unten, Flashlight. Ne, haben wir nicht, okay. Nee, ich hatte nämlich bei dem einen Let's Play, hatte ich den Wetter hochgestellt auf 768. Nicht machen. Das Problem ist nämlich die Flashlight Mod. Die Performance hängt extrem von der Intensity ab, weil die Intensity sagt ja nicht nur, wie kräftig das Licht ist, ne? Intensity, Stärke, sondern wie da auch in Klammern steht, Range, halt also wie weit das Licht geht. Und das Problem ist, je weiter das Licht geht, desto mehr Rechenleistung braucht das, also Grafikleistung, aber halt nicht nur doppelt so viel, sondern wahrscheinlich exponentiell mehr, weil wenn ihr den Wert nämlich verdoppelt, dann verbraucht die Mod einfach mal gleich, weiß nicht, mehr als das Vierfache an Grafikleistung. Ist mir nämlich letztens bei genau Sky 2 aufgefallen, ne? Da hatte ich nämlich privat meine Flashlight auf 768 gestellt, die Range oder die Intensity. Und da ist mein Rechner fast gestorben. Das heißt, jetzt weiß ich auch, warum der Wert standardmäßig so niedrig eingestellt ist. Weil je höher der Wert ist, desto exponentiell mehr Leistung braucht der Ding halt einfach. Was nicht gesund ist. Schon wieder fehlende Texturen. Ey, wir haben die top aktuelle Brutal Doom Version, ja? Wir haben Gold. Ja? Doch. Oder wird die falsche Map gewählt? List Maps. Boah, Alter, man kann es überhaupt nicht lesen. So, hier unten. Hätte noch schalten. Danke, schon besser. Wo ist Test? Test Map. Da. Doch, genau. Für die Gold Version. Und trotzdem haben wir hier einfach mal viele Texturen. Was ist das für ein Scheiß?
Ey, hoffentlich wird das bis zur finalen Version von Extermination Day gefixt. Oh. Oh. Danke. Ich kann mich ran. Haben wir das schon? Oh ja, haben wir schon. Da hinten sind auch schon wieder Texturen. Alter, ich glaub das nicht. Was ist denn das für Müll? Oh. Armer Junge. Hä? Oh, ja, falls ich das so. Ja, komm. Leck mich. Ah! Es wurde endlich gefixt, dass die Typen versuchen, die ganzen Toiletten abzuschießen. Yay! Ich weiß noch bei unserem letzten ran, wo die einfach die ganze Zeit irgendwelche Toiletten abgeschossen haben. Okay. Sind wir noch welche? Ja, ja, ich weiß, es gibt auch noch welche. Okay, alle weg. Dann haben wir da hinten noch unsere beiden roten Viecher. Ich hätte erstmal nur einholen sollen. Da ist der Flügel gewesen. So, jetzt den anderen. Oh! Wow! One Hit! Ach ja, wir spielen da wieder Lethal Tactical, ne? Ja, spielen wir. Ja gut, da reicht natürlich One Hit aus. Das ist wohl wahr. So, das heißt aber auch, dass wir hier auch One Hit landen können. So, Rest machen wir wieder mit Schrot. Wow, bitte keine Minigun. Die bekommt man immer nicht so gut. Ja, beide mit einmal. Hallo? Arschloch. Stimmt der hier einfach nicht? Geht doch. So, ich versuche mal hier von unten runter zu lang zu gehen. Voila, nicht gute Idee. Jawohl. Los, kommt alle her. Aua, scheiße. Na, Mist. Die sind immer diese Treppen, ey. Ist eh schon Treppen, ne? Wir werden nie Freunde. Weder im echten Leben noch hier im Spiel. So, Spinne, schieß! Jawohl! Oder so. So, und jetzt müssen die anderen herlocken. Wow, so war das nicht geplant. Warum war der Revenant denn schon da? Was ist mit dem los? Hat er gesoffen? Ach, da hinten. Oh, wow.
Nein, nicht zu mir, bitte nicht zu mir. Hilfe, ich hab Angst. Mami, 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 Mami. Hilfe! Boah, Alter, ich dachte gerade schon, der erwischt mich hier noch, weil ich schon wieder bei der Treppe schon wieder so runtergesprungen bin und damit nicht schießen konnte. Boah, den muss ich noch austricksen. Nein! Wow. Jawohl. Jetzt alle herkommen, alle herkommen. Geilo Mato, alle geht jetzt abschießen. Schieß doch mal, jawohl. Was für ein hilfsbereites Team ich hier habe. Ich habe auch gerade ganz schön viel Leben verloren. Ja, ich habe nur noch hier eher so mittelmäßig bis gar nicht. Wow, schieß doch mal. Hallo? Ja, wie schieße ich denn gerade? Alle weg? Alle weg. Sehr schön. Ich auch. Wow! Alter, diese Spektre, ne? Die gehen mir so hart auf den Sack. Ist da noch einer? Ach, da hinten. Boah, Alter. So, erstmal gucken, ob irgendwo ein bisschen Leben ist. Hallo? Ich bräuchte mal Health Packs. Wisst ihr gar nicht, waren hier jetzt Health Packs oder gab es hier gar keine? Pack auf. Ja, damit. So. Freie Bahn mit Marzipan. Halleluja. So, jetzt kommt einer der gefährlichsten Räume, weil da, glaube ich, mindestens ein Arschwein mit dabei ist. Auf jeden Fall ein paar Revenants. Auf jeden Fall Leute, die auf den Sack gehen. So, jetzt haben wir schon mal alle hergelockt, das ist sehr schön. Können wir jetzt alle schön hier einzeln abfertigen. Oder auch nicht, kommen die nicht? Ach ja, wurde ja hier neu redesigned. Was nicht schlecht aussieht, ne? Muss man mal dazu sagen. Aber das macht das Ganze nicht gerade einfacher. Ja, da kommen sie schon. Ja, da kommen sie endlich. Geht doch. Ah, trab an, Mädel. Jetzt soll ich schüchtern werden. Verfolgt die mich? Ja, verfolgt sie mich. Okay. Dann kommt's gleich hart auf hart. Ja, komm, 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 Mädel. Baller nicht rum. Trab an. Bam. Zerficki die Fick. Das sagt man doch nicht. Könnt ihr dich abknallen? Nicht mich, geht er dich. Ja, perfekt. Okay. Ich glaube, man wäre auch zu viel verlangt gewesen, wenn er gestorben wäre. Aber gut. Haben wir jetzt alle? Alter. Erschreck mich doch nicht so. Ich hätte schon leben gelassen. Aber du hast mich halt so erschreckt. Konnte ich auch nichts dafür. Was? Ach du Scheiße. Ist nicht wahr. Ist nicht euer Ernst. Ist noch einer? Boah, Alter, da sind noch zwei. Ah, da sind doch ganz viele. Was wollen die hier alle? Ja. Ach Gott, Alter, was war das hier? Schöne Scheiße. Boah, ey. Das ist ja mies. Ja, klar, dass die wieder fallen sind, ey.
Nur wie löse ich die denn aus? Ohne gleich dabei zu sterben. Keine Chance. Ich habe schon wieder nur noch 12 Leben. Danke. Hä? Arschloch. Alter, ich hier kämpf hier drinnen. Na gut, komm, gehen wir mal weiter. Ach, die können da durchschießen. Ja, leck mich doch. Boah. Oh, Alter. Nee, komm, halt. Andersrum. Ach, das Ding ist schon aktiv. Ah, macht einfach nur kein Klickgeräusch. Okay, das war erstmal, bis das Ding hoch ist, ja. Deswegen gehen wir jetzt ganz schnell nach da hinten, aktivieren den Schalter und rennen dann weg. Einfach so richtig Pussy-Life. Oh mein Gott, sie kommen! Mein Gott, ey, solche Fallen auf Realism Tactical Mafia macht denn sowas? Das war falsch, oh mein Gott. Ah! Ich muss die Länge auseinanderheizen. Alle zu mir kommen? Okay. Ich muss jetzt mal alle schön aufeinander locken, damit sie sich schön wieder an die Kiste angreifen. Wow! Die waren nur noch alle drin, ich glaub's nicht. Boah! Wow! Oh, Mann, oh, oh, oh. Warum? Ich dachte, ich kenne alle Fallen in dem Spiel und dann kommt die hier mit einem neuen Fall. Wer macht denn so einen Scheiß? So, und jetzt? Trifft mich ja für immer noch. Okay. Jawoll! Puh! Aufpassen, der kommt mir ganz schön nah. Bisschen zu nah für meine Gefühlslage, ne? Ah, trapp an, Mädel. Danke dafür. Danke für die Blumen. So, jetzt habe ich mal wieder eine Grundbasis, wo man sich wieder verteidigen kann hier. Boah, Alter! Ich bin dein Vater! Auseinandergehört kriege ich gekommen, welche? Boah, Alter, ich sehe gar nichts mehr. Scheiß Blut. Boah. In mir kocht das Blut auch schon. Och, ich sag doch ein Arschweiß. Das war so klar. Kann ich den irgendwo zu mir locken? Fuck. Ja, muss ich mich wohl in einen dieser Seitenräume da flüchten. Sonst macht mich der Arschweil fertig. Gibt's also doch ein Arschweil, sag ich doch. Meine Fresse, wie soll man denn das alles hier meistern können? Da brauchst du ja einen Meisterbrief. Ja.
So, haben wir die drei schon mal weg. Jetzt muss ich den Arschwall rauslocken. Ja, komm her, komm her. Ja, komm her, komm her. Er kommt, er kommt. Jawoll. Wuhu. Na dann, trapp mal an, Mädel. Was ist der Arschwall jetzt so? Da ist er. Er kommt, er kommt. Also, du sollst alle wiederbeleben, oder du sollst selber herkommen. Oh. Habe ich Plasma? Ja, habe ich. Dann wird das gegrillt. So. Arschloch. So, hast du davon. Ich wollte noch keine Plasmawaffen verschwenden, aber du warst ein würdiger Gegner. Hallo? Wie konnte ich da gerade daneben schießen? Ey, ich glaube, ich brauche mehr Unterricht. Du und ich, Mann gegen Mann. Danke dafür. So, wer jetzt noch so? Okay, der Archwell hat zum Glück keine Revenants wiederbelebt. Das hätte mir noch gefehlt. Vor allem, soweit ich weiß, gibt es in der Map noch mindestens einen Archweil. Und zwar da in dem Raum drinnen, denn. Ich weiß nicht, ob der das jetzt gerade war oder ob da tatsächlich noch einer kommt. Aber soweit ich weiß, gibt es hier zwei Archweils in der Map. So, jetzt habe ich die alle hier besiegt. Jetzt kann ich mich um die alle dahin. Guck mal, da ist auch noch einer. Mit den ganzen Hitrunner hier, Hitrunner erledigen. Okay, da gibt es gar keine mehr. Sehr schön. Boah, Alter. Das ist hier auch so eine Map, ne? Da muss man Geduld mitbringen. Wow. So. Komm jetzt her, Mann. Alter, was ist denn hier los? Arschloch. So, langsam sollte ich mal hier die Waffe einsetzen. Vermehrt. Von der Schrotflinte habe ich schon ganz viel verbraucht. Dachte ich wohl, ich sehe dich nicht, hä? Scheiß Shotgun oder was auch immer du warst. Ah, dich habe ich auch gesehen, Arschloch. Noch einer. Scheiße. Egal. Na komm her. Mist kaputt da. Wie ist der? Kann ich eigentlich runterfallen? Nee, ne? Ja, ist noch gut. Okay. Schade. Ich dachte, da gibt es noch einen Fluchtweg, aber wäre auch zu einfach gewesen. Okay, da ist der rote Rose. Der große rote. Und hier müsste noch ein Archweil sein. Ach nee, es waren Revenants. Stimmt, es war ja keine Archweils. Ja, danke, du hast alle beide kaputt gemacht. Das ist aber sehr lieb von dir. Geil. Also das lief jetzt gerade wiederum richtig gut hier mit den dreien, ne? Das war so wie es im Bilderbuch heute früh stand. So, ein paar Raketen hier. Hä, waren die nicht auch welche? Lol. Und ja, deswegen heißt das Ding Portal Testing Lab. Wegen diesen beiden Portalen. Man hat hier die Technologie der Portale erforscht. Hallo? Danke. Ich schlitter hier schon wieder so extrem. Boah. Da kriegst du aber auch echt hier, ne? Kriegst du hier Flachshausen. So, jetzt kommt das Ding da.
So, können wir jetzt ein bisschen was essen hier? Etwas trinken? Ach, hallo? Ach, wie trinken kann man das hier nicht, oder was? Arschloch. Erstmal schön Donut reinpfeifen hier. Okay. Die Kaffeemaschine? Nein. Toaster geht auch nicht. Was für ein Saftladen. Ist wohl alles hier bei Ikea gekauft oder so. Ernsthaft. So, hier kommen wieder die ganzen, ne? Wieder ein bisschen, ja. Sei doch selber Arschloch. Ich hab gerade was gesagt. Klappe. Oh ja. Ist die Kugel hier neu? An die kann ich mich gar nicht erinnern. Lol. Endlich mal eine Neuerung. Ja, eine Neuerung, die zugunsten des Spielers ist. Ja. Jetzt kommt tatsächlich etwas. Warte mal ganz kurz. Ich speichere hier mal ganz kurz und guck mal, ob es in der Map verteilt noch ein bisschen Schrotflintenmunition gibt. Das wäre mir persönlich ganz lieb, weil die geht uns gerade so ein bisschen aus. Und am Anfang der Map. Ah ne, eben. Die Schrotmunition am Anfang der Map haben wir mitgenommen gehabt. Heißt also, von der Schrot wird es gar nicht mehr so viel geben. Ja, ich strife vorne gerade. Okay, strife one jetzt nicht mehr unbedingt. Alter, hallo. Noch irgendwas Gutes auf dieser Welt? Oder ist die Welt durch und durch böse und schlecht? Hallo? Ich appelliere an den Gott. Ich sag's doch, diese Welt ist gottlos. Gottlos und verlassen. So. Keine Schrotflintenmunition mehr. Haben wir echt schon alles mitgenommen? Kacke. Aber wir echt ein bisschen verschwenderisch. Ah, doch ein bisschen. Ja, sehr schön. Gut, Rosa kann auch noch. Okay, gut. Ja, sieht doch schon gleich wieder alles besser aus. Okay, gut. Sehr schön. Dann, falsche Richtung, da. Geht's jetzt direkt wieder zu dem letzten Raum und der wird wunderbar. Bin ich mal gespannt, wie viele Versuche wir brauchen. Wir hatten ja letztens, das weiß ich noch, irgendwie was gefunden, mit dem wir extrem gut klarkamen. Aber ich weiß offen gesagt nicht mehr, was das war. Von daher, ja. Hoffe ich, wir finden wieder eine Möglichkeit, die relativ easy zu besiegen. Ansonsten sieht das nämlich eher schlecht aus. Stockert das hier? Hier in der Gegend stockert das extrem. Ist hier am Feuer oder was? Ist ja auch seltsam. Ha. Weil daran, dass da Lichtquellen sind, weil das Feuer ist ja selber auch eine Lichtquelle. Aber allein daran kann es nicht liegen, weil ich meine, hier sind ja auch zwei Lichtquellen und hier ist es kein Problem. Also irgendwie seltsam. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, vor dem Kampf nochmal keine Stärkung. So viel Kaffee und können nichts trinken. Aber, Prost.
Mr. Koffein. Ein geiler YouTuber. Naja, wobei er war geil. Mittlerweile macht er kaum noch Content. Was ich ein bisschen schade finde. Ich meine, er entschuldigt sich zwar damit, dass er umzieht. Mag auch stimmen, aber laut eigenen Angaben müsste er mit dem Umzug schon längst fertig sein. Bin ich ja mal gespannt, ob da irgendwann mal wieder ein bisschen Content kommt. Dass es wirklich nur an seinem Umzug liegt. Und nicht daran, dass er einfach, ich sag jetzt mal, keine Lust mehr hat. Sei ihm gegönnt, ne? Ich meine, man soll Let's Plays immer nur so lange machen, wie es einem Spaß macht. Ganz klar. Also, ne? Das ist ja nun wirklich das oberste Gebot. Ey, echte Rechner. Wow. Ist das ein AMD oder ein Intel-Prozessor? Sieht mir stark nach Ryzen 3000 aus. Bin ich mir nicht ganz so sicher, aber die Lampe hier vorne, hier. Die linke von den drei Lampen. Danke, das wollte ich gerade nicht, sondern ich wollte eigentlich eher darauf anvisieren, dass da... komm, leck mich. Da will man einmal Witze machen und verkackt hier dabei selbst... Oh. Oh. Ja. Das war natürlich jetzt super. Ich sollte etwas speichern. Oh. Ja, dabei, was? Ich kann ja auch einfach rüberspringen. Alter, diese Dia-Show hier. Oh, ey. Das ist aber extrem. Vor allem halt einfach nur diese eine Stelle mit dem Feuer da. Windows-Rechner. Da kennt man ganz klar, das ist ein von Windows. Blauer Balken mit rechten Knopf um rechts. Das ist typisch Windows XP. Ich meine, kann natürlich auch ein Theme sein von macOS oder von Linux, ne? Aber... Okay, jetzt nicht. Die Tastatur sollte normalerweise auf dem Tisch liegen, nicht neben dem Tisch. Oder sollte irgendwelche Affen mitschreiben oder was? Affenstall hier. So. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal ein paar Waffen durch. Womit fangen wir an? Plasma? Gute Idee. Haben wir davon zwei? Haben wir. Ach ja, da muss man ja Schalter drücken hier. Dann gehe ich nochmal in die Grundausstellung vor dem Schalter. Und jetzt. Bam. Okay. Ups, nein. Das da. Ja, hat gut funktioniert. Von 2000 hat er gerade mal noch 200. Das hat richtig gut funktioniert. Die Frage ist nur, sind damit jetzt beide gemeint? Oder... der Durchschnitt von beiden oder der stärkere von den beiden oder der schwächere von den beiden? Warum ist er eine Anzeige für zwei Tiere oder für zwei Monster? Früher waren noch da immer zwei Anzeigen, eine um links und eine um rechts. Ja, diese, so wie jetzt. Wow, ach ja, die haben ja auch Splash Damage, da war ja was. Aber wir haben die damit echt gut erledigt. Also muss man schon mal sagen. Wow, das war voll daneben. Oh, wo bin ich? Ach, am Fahrstuhl bin ich gerade hängen geblieben. Fuck. Den Fahrstuhl hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr im Blick gehabt. Na Gott, Alter. Ist ja hier echt ganz schön unwegsames Gelände, ne? Um es mal auf halbfach Chinesisch zu sagen. Nein, ich... Boah, Alter. Warum brauche ich so lange zum Nachladen? So, jetzt will ich gerne wieder hoch und die Kugel einsammeln. Haben wir aber leider schon. Außerdem kommen wir gar nicht mehr hoch. Ne, kommen wir nicht. Okay, also die Waffe war schon ganz geil. Lassen wir es dabei? Ne, komm, wir versuchen es nochmal mit einer anderen Waffe. Eine, wo die Munition ein bisschen preiswerter ist, zum Beispiel die hier. Aber ich glaube mal, die ist nicht mehr so effektiv. Wetten. Boah, Alter. Ach so, der war hinter mir. Nee, die war weiter nicht so effektiv. Gut, dann versuchen wir mal Splash Damage. Ne, der gute alte,
Boah, hallo, was ist denn gerade? Was war das denn gerade für ein Stocker-Alarm? Geht uns schon wieder der Arbeitsspeicher aus oder was? Alter, was war das denn gerade? Mal Flashlight ausschalten? Ja, ist ganz gut, aber leider war das nicht schnell genug, aber durchaus eine Alternative. Dann bleiben wir bei der hier. Okay. Hä? Ja. Achso, ich habe gerade X gedrückt statt Y. Okay. Flashlight ausschalten. Und dann würde ich mal sagen, geht's ab. Oh mein Gott. Ich brauche Bewegungsfreiraum. Ja, ich schieß wie ein Mongo. Wester war's, komm, leck mich. Ich bleib bei der hier. Die ist am safesten. Ups. Dass wir beide gleichzeitig kommen. Mann, ey. Also dieser Superangriff gerade eben mit dem Rechtsklick hat immer gar nichts gebracht. Ich dachte, der geht wenigstens extra Damage oder sowas. Lauf! Achso, da war einer am Weg. Boah, wie willst du die bitte schon erledigen? Ohne hier verrückt zu werden. Jetzt kommt nur einer. Geht doch. Siehst du, so kann man es belassen. Es war extrem teuer, die Plasmawaffe. Und wir haben mehr als 100 verbraucht. Aber ich sag mal so, ne? Es geht tatsächlich. Wäre zwar schöner, wenn wir hier ein bisschen was benutzt hätten, was wir hier rumliegen hatten, aber gut. Es geht halt leider nicht immer. So, Schrotflinte bereit und dann würde ich mal sagen, ab ins nächste Level, beziehungsweise wir nutzen lieber die hier. Am Anfang immer. Und dann geht es, glaube ich, in die Hölle, ne? Die Map, wo es da an die große Brücke da geht. Ach nee! Die Kacke kommt da erst noch. Klar, stimmt, dann. Das mit der Brücke deiner Hölle, die kommt erst viel später. Ist ja denn nach dem jetzt. Jetzt kommt ein paar Stadtlevel, wo wir in der Stadt sind. Und nach der Stadt, da kommt dann die Level in der Hölle. Ja gut. Ich möchte zurück. Ich will zu meiner Mami. Okay, gut. Lassen wir das. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen. Das war geil, ja nein, vielleicht. 50-50 Joker? Ja, war geil. In dem Sinne, ciao mit V.